Hey, herzlich willkommen zurück bei Teso und dem Prophet. Es ist Den wollen schön, wir jetzt euch ja wiederzusehen. mal Und ich quatschen. sehe euch auf meine ganz eigene Art und Weise. Ihr seid eine Wunde in der Zeit, ein Riss in der Wirklichkeit, der gar nicht existieren sollte und der nicht lange anhalten Na, wird. ich fand die Quest hier von dem Propheten eigentlich ganz Das interessant. Schicksal spricht Dass in er diese Rätseln. blonde Euer Perle aus dem Schicksal Kerker wurde schon wieder vor langer Zeit gegrübelt in hat, den ja, ist. Schriftrollen festgehalten. Es ist mit dem Schicksal der fünf Gefährten verwoben. Ich habe endlich Lyris Titanenkind in Kalthafen gefunden. Sie arbeitet unter der Knute des großen Täuschers Molag Bal in einer schrecklichen Schmiede. Ihre Seele ist in großer Gefahr. Ihr müsst zu ihr gehen. Ich kann ein Tor in dieses finstere Reich erscheinen lassen, doch ihr müsst euch sputen. Seid vorsichtig in Molag Bals Reich. Ihr seid wichtig. So sagen es die Schriftrollen. Nachdem Lyris meinen Platz im wehklagenden Kerker einnahm, damit wir entkommen konnten, brachten Was die habe ich denn da Daedra sie gefunden? in die Gießerei des Ja, Lichts. geil, die Es ist Völker ein Ort von Dunkelelfen. Qualen und der Verzweiflung. Sie arbeitet ohne Unterlass und stellt Waffen für den Feind her. Der Gott der Intrigen ist während meiner Gefangenschaft oft in meinen Geist eingedrungen. Es war eine qualvolle Erfahrung. Doch indem er sich in meinen Geist zwang, hat er aus Versehen auch seinen Geist für mich geöffnet und so eine Schwachstelle in seiner Rüstung offenbart. Wir sind miteinander verbunden, er und ich. Mit etwas Konzentration kann ich durch seine Augen blicken. Er spürt meine Anwesenheit und sie erfüllt ihn mit Wut. Wenn ihr die Gießerei betretet, um Lyris zu retten, kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird blind sein für euch, zumindest eine Zeit lang. Es könnte eine sehr viel größere Gefahr für euch darstellen, Kalthafen ohne diese Ablenkung zu betreten. Es ist Molag Bals Reich und seine Macht dort ist groß. Ich werde versuchen, ihn auf diese Weise abzulenken, wann immer ihr dorthin reist. Prächtig, dann machen wir auf das Ding. Ah, da. Ach so, auf nach Kalthafen. Die Gießerei des Leids. Hört sich ja schon mal gut an. Ja, nu. Wird das noch was? Guck mal auf Uhr, mit der ganzen Dachzeit hier. Prächtig. Truhe, durchsuchen. Ich habe hier Stil der Dunkelelfen gefunden. Das ist ja der Knüller. Das ist total cool. Der hat mehr Funk gehauen, ey. So. Ah, davon ist er auch schon. Ihr? Ja. Ihr seid am Leben. Ja. Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Dann ist er noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen, meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich kann nicht... Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran! Aha. Der Idiot ein Buch gefunden hat, dann wird hier für mich ja wohl auch eins rumliegen. Oder auch nicht. Tja. Nee, sieht nicht so aus. Warte mal.
Mal gucken hier. Okay. Da nehmen wir davon eins. Ein bisschen mehr Magika. Ein kleines Süppchen. Dann geht es uns wieder gut. So, was ist los hier, Lutscher? Die verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Die Wachen schlagen sie nicht einmal mehr. Hier! Rück an die Arme, Sklave! Stufenaufstieg. Halt. Was denn? Ich habe mal direkt ein Rezept gefunden. Kranke Schweine. Immer schön auf die Fresse. Weiter geht's zum Friedhof. So, was ist hier los? Betrete die Gisserei. Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit in Himmelsrand. Die meine Mutter starb an meiner Geburt. Ach, da ist es. Okay. Was ist hier los? Was soll ich jetzt machen hier? Vater? Bleib mal stehen, Idiot. Wo willst du hin? Genau, renn ins brennende Haus. Ey. Ihr Schwein, sterbt wie das Monster, das ihr seid. Ihr Verstand und ihre Seele gehören von uns. Komm weg. So. Du Spasti. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab schau, renne ich volle Umweg extra. Finde eine Kiste, freue mich wie doof. Was ist drin? Eine Kartoffel. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, bin ich für eine Kartoffel eingelaufen, ey. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich, mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. So, wir geht's hier fertig, gib Gas da. Ja. Er ist fort. Los, genau. Verschwinden wir von hier. Ah, zurück in die Gisserei, okay. Ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. So, was ist hier los? Haltet euren, das ist mein altes Söldnerlager. Vare war unser Kommandant. Wir kämpften, um das Kaiserreich vom Joch der Langhauskaiser zu befreien. Ich wollte ein guter Soldat sein, aber der Rest der Einheit, sie haben mich wie eine Aussätzige behandelt. Ich denke, sie hatten Angst vor mir. Sie versteckten gerne meine Rüstung, damit ich bei der Inspektion durchkomme. Schweine. In einem so vollen Lager bin ich noch nie so allein. Oh, eine Zwiebel. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja, ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Gut, wieder an die Arbeit. Benehmt euch natürlich. Genau, benehmt euch natürlich. So, der Erste kommt nach hier. Ihr werdet hier auf ewig verrotten. All die Schnauze, du Idiot.
Ganz allein. Ganz allein. Zack. Und weg. Die hat eine Kraft, die Olle, ey. Keine Ahnung, so viel habe ich bis jetzt von ihr nicht gesehen. Ja, wirst du gleich. Erstmal müssen wir hier die Truhen finden. Habt ihr etwas alles gefunden? Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne... Ja, zieh dich mal um. Erst zieh dich aus, du Sau. Ich bin bereit. Ja, sieht gut aus. Weiter geht's. So. Was ist jetzt? Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Naja, interessiert mich nicht. Mal weg. So. Müssten wir da vorne rein, aber erstmal gehen wir hoch und finden eine Truhe. Mit klarem Wasser. Super. Da vorne haben wir noch einen Gegner. Was denn jetzt? Noch ein Rezept. Okay. Ein Thron ohne Ende. Oh, schon wieder ein Rezept. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Es hat keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann... Ah, falsche Taste, meine Fresse. Jetzt habe ich in der Ecke mit Kisten meine Schlachtstandarte aufgestellt. Wahnsinn. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das bei Shores Knochen? Das ist sie. Entseelter, das ist meine Streitaxt. Ja, ich gehe ja schon, ich hole sie dir. Oh. Hi. Ja, was ist jetzt klein? Aua! Das tat mächtig weh. Mal weg jetzt hier. Na und ja, endlich. Geht doch. Dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alter Freund? Na, wenn du das sagst, dann hau mal anständig rein jetzt hier. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, ich muss mit dir quatschen. Okay. Meine Axt. Ja. Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt... Ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Besser. Stärker. Fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Ja, dann hau rein. Knall weg, das Ding. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Genau, mach deine Axt, mach da das. Ja, richtig, mit einem Hieb. Mach ich auch immer. Hast du gesehen, was ich meine?
Ja. Ist überhaupt kein Problem, krieg ich auch hin. Ist ja alle voll gut Kraft hat, ey. Beim nächsten Mal schieße ich mit meinen Fallen. So viele dädrische Bestien, so wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ja, geht schon, immer mit der Ruhe. So, weg der Lutscher. Oh, der hat mich umgehauen. Achso, ja, wenn du weiterkommst, steht da die Statue von Malok Bal. Wenn du nicht die digitale, sondern im Laden vorbestellt hättest. Weißt du, was ich meine? Okay. Da gibt's auch noch so eine Statue, hätte man auch dazu bekommen, so eine Figur. Ja, ja. Die steht hier gleich in so einem Raum. Sieht schon cool aus. Na, ja, komm her, du Glubschauge. So, noch so ein Lutscher. Oh, müssen wir eben hier Mana ringen. Ja, komm schon, hau mal da weg. Was ist denn hier los? So. Schon wieder ein Rezept. Das Gefängnis. Gefängnis ist. Oh, schon wieder ein Rezept. Das ist bestimmt schon 6 oder so, das ich hier finde. Habt ihr das gehört? Das klang wie. Noch ein Rezept. Oh, Rezept ohne Ende hier. Das ist schon nicht schlecht. Was ist hier los? Was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris. Lyris. Ich kann euch sehen. Seid ihr wirklich da? Sei, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sei, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sei? Sei! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Nun ist er weg. Das war kein. Was ist jetzt los hier? Das war Sai Sahan. Na, wenn du das sagst, was ist hier los? Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Sai zu... Das war kein Trick. Das war Sai. Sai ist ein Freund. Wir müssen dem Propheten hier... Ja, komm, los geht's. Aufi. Wo geht's lang? Und Dietrich, das ist gut. Was ist das denn da hinten für eine Tür? Komm ich da noch nicht durch, oder was? Nope. Prächtig, prächtig. Wollte ich auch gar nicht. Wollte nur gucken. Noch ein Dietrich. So, was ist hier los? Kopf ab. Wieder ein Rezept.
Oh, wow, das tat weh. Ey, der hat mich schon wieder umgehauen. Ja, ganz halt nix. Schnauze. Plündern kann ich. Noch ein Rezept. Alte Scheiße, ey. Ich glaube, ich mache Rezeptladen auf. Jo, voll gut, ey. Was? Rezeptladen? Ja, ja, finde ich auch. Noch ein Rezept. Ja, ich dachte, ihr habt da jetzt 8 Stück oder so insgesamt gefunden, glaube ich. So. Zack. Was ist hier? Okay, Schmelztiegel. Schmelztiegel des Schicksals, oder was stand da? Die ganzen Zweifel, die Angst, die Einsamkeit. Es kommt alles zurück. Ich muss es bekämpfen. Gehen wir. Okay. Kämpf du mal. Wer macht denn hier so einen Radau, ey? Die machen hier ganz schön Krach. Oh mein Gott. Könntest du vielleicht mich in Ruhe lassen und auf sie gehen? Das wäre super. Dann lieber die Frau verprügeln. Ja, richtig. Aber macht er ja nicht. Na ja, komm, jetzt gleich ist er aber weg. Genau, das war gut. Ja. Verschwinden wir von hier. Wir müssen erst Saal retten. Und dann die Welt. Ja, genau. Geh durch das Tor. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo ein Rezept. Lange keins mehr gehabt. Ja, richtig. Was haben wir denn hier? Okay. Hinten noch was? Nee, ist auch nichts mehr. Okay, dann können wir raus. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Nee, noch nicht ganz. Hier oben ist noch ein bisschen was. Na, Dietrich habe ich auch da ein paar gekriegt. Ja, habe ich auch. Oh, zurück zur Zuflucht. Ich glaube, die Folge war jetzt ein bisschen länger. Quatschen wir da eben noch mit dem Propheten. Na komm, gib Gas. Lyris Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Der Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Okay. Was machen wir jetzt? Zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit. Mit dem Propheten gequatscht? Mm-mm. Also bin gerade dabei. Zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne. Ging die Frage überhaupt an mich? Nein. Okay. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird?
Dann müssen wir ihn finden, bevor Manimarco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Ja. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Manimarco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Zeis Sahan ausfindig machen. Und wie kann ich helfen? Müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Naja, mit du wieder deine Meditation, logisch. Ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelter. Ja, hau rein. Also den Ring brauche ich nicht. Ja, alles klar. Das war durch die letzten Portale da wohl noch abgestaubt. Vor allem von mir. Oh, ja. So, dann können wir wieder raus. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen, macht's gut.